Moin moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück beim großen Preis von Monza mit unseren alten Schätzchen und dem Virus. Hallöchen Leute, grüße euch zu einem sonnigen Rennen auf Spa. Blabber. Wir haben 27 Runden bei 37 Minuten, 27, 89. Also, ja, fast 40 Minuten für 27 Runden, die Strecke hat es in sich, aber dann würde ich mal Ja, die Strecke sagen. ist eigentlich einfach, nur das Problem an der Scheiße ist das Auto. So, dann haben wir dann nochmal, also bis zum ersten Boxenstopp 13 Runden und danach die letzten 14. Ja, guck an, so läuft das hier. Richtig schön eingestellt. Wenn wir es mal bis zum ersten Boxenstopp schaffen würden, wären wir auch sehr zufrieden. Hat er nicht gesagt. Wollen wir erstmal gucken, dass wir erstmal die Reifen ein bisschen aufwärmen können. Das Fernsehen, ich hab mich im. Oh! Da war ein riesengroßer Monitor. Echt? Virus sieht jetzt Sachen, die er sonst nicht sieht. Wollen nur Rolex kaufen? So, dann mal auf Null runter, machen wir das genau mal hier. Startaufstellung wird umgestellt. Bitte warten. Oh, steht direkt in mir drinne. What? Okay. Ja, weiß ich auch nicht, was die sich hier da. Gut programmiert, muss ich sagen. Behalte die Startampel im Auge. Die Startsequenz beginnt, Ja. sobald alle Fahrer Ja, ihre Jeff, Position laber mich nicht voll. Willst du halten. für mich starten oder was? Kannst du gerne machen. Goldig, ey. Ja, warte, bis die Ampel auf grün ist, bevor du losfährst. Ach nee. Ja, diese Lichtzeichenanlage. Oh, man kennt ihn. Auf ein neues. Hallo, Virus, Frühstart. Ja, alles gut. Was? Okay. Wundert mich, weil ich bin schon relativ sehr gut gestartet. Interessant. Ein perfekter Start. Oha. Wenn die Kurve mal so perfekt gewesen wäre. Ja, ich weiß. Ein bisschen Benzin sparen hier. Hätte doch ein bisschen mehr mitnehmen sollen. Oh, da hat er einen kleinen Ausrutscher aus Ja. Dings gehabt.
da habe ich zu spät eingeschlagen. Ah, oh, scheiße. Da hätte ich früher nach links lenken müssen. Ja, Rennen fortsetzen, das zeigen die einem schon 10 Jahre an. Könnt ihr jetzt auch ruhig weglassen, den Scheiß. Ah, Nase kratzt und Gas geht. Oh. 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 Da hat er ein Schildchen kaputt geballert. Ich konnte jetzt nicht voll Gas geben, weil er nur noch am Durchdrehen war gerade. Ja, wenn man dann einmal Dreck an den Reifen hat und so, ist vorbei. Ja, na, na. Vor allen Dingen bei dem Drehmoment kannst du eh kein Vollgas geben. Das ist unmöglich. Darf ich mich denn jetzt mal kratzen, ohne dass er gleich wieder... Kehr! Ne, kratzen bei Rennfahren ist immer so eine Sache, du. Karo, Gott sei Dank noch gut gefangen, du. Mann, 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 ey. Das ist immer viel wert. Langsam nerven die Jungs mit ihren komischen Blinklichtern da. Der Abstand zum Führenden beträgt 3,1 Sekunden. Und Anker schmeißen! Ja, ein kleines bisschen zu viel Anker geschmissen. Guck mal, in der Kurve hat sich gerade einer geömmelt da. Mal guck. Die hat da irgendwo gerade ein bisschen Stoff verbaut, oder? Ah. Oh Mann, gut. Ey, ich hätte mehr bremsen sollen. Oh, geht da schon wieder los. Okay. Wie als wenn man hier wie so ein Affe auf dem Schleifstein, du, so fährt sich die Karre, ey. Ja, dieses Moped hat schon was für sich, du. Immer so hart an der Grenze irgendwie. Deswegen Respekt an Rubens und Michael. Vor allen Dingen diesen Strecken, also den Streckenrekord auf der Strecke hält ja sogar Rubens Barrichello im Ferrari. Von 2004, von daher passt das ja. Mit 1,21 irgendwas. Oh. Da muss aber. Das war aber hart an der Grenze, du. Gut, die haben auch mehr Fahrerfahrung gehabt. Die haben auch Formel 2 gefahren und Kart und so Rennen. Ja, und in echt ist das ja so immer noch ein bisschen was anderes. Das kann unser einer auch nicht mithalten, so. In echt ist das ja auch noch mal ein bisschen was anderes, deswegen ist das eh wurscht.
Himmel sagt Zement, Alter. Na, 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 na. Oh, gerade. Alter. Da ist man schon fast auf Null runter und das Ding schliert trotzdem immer noch nach links und rechts aus. Wenn die einmal in Schlingern kommt, ey, das kostet so viel Zeit. So, die Karre erstmal wieder zu fangen. Naja, das meine ich ja. Ja, ja. Ich wette, das Auto hat einen derbe Hinterradverschleiß. Gleich mal gucken. Oh, ist ja noch Zeit. Ja, auf dem Hinterreifen schon über 30%. Oh, ich schon wieder in den. Ey, Mann! Ich will nicht mehr. Kamst du wieder in Schlingern, ja? Ich hab wieder nicht gebremst, ich blöd, Mann. Wollte so schön geschmeidig die Kurve zimmern. Ach, Mann, ey. Ja, so ein bisschen bremsen musste, auch wenn das eine schnelle Kurve ist. Ah! Ich glaube, man merkt die Hinterreifen gerade. Ja, fängt langsam an. Ich sag ja, sind ja schon an die 30% die Hinterreifen. Das merkt man. Oh, die Kurve. Nein, nein! Ciao, Platz 2, mach's gut. Na nu? Na gut, die Boxeneinfahrt ist ja Gott sei Dank sofort da. Da. Jetzt machen die auch noch so einen Scheiß. Ich hasse diese Karre. Ich krieg einen Anfall, ey. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh. Jetzt sind die Reifen alle über 30% und jetzt geht's dann schon langsam Richtung Körperverletzung. Losfahren, losfahren. Es hätte so schön sein können. Du hast noch einen Boxenstopp. Na gut, dann mit rotem Spoiler wird's dann wahrscheinlich schwierig, aber ganz ab. Nee, war rot, aber ich war jetzt eh in der Boxengasse wegen Spoiler reparieren und neue Reifen und dann. Na ja, gut, okay. Hoffentlich, ob die nur reichen bis zum Ende, ist eine andere Sache. Ja, da muss ich halt nochmal rein. Zu gucken, dass du dich so ein bisschen zurückarbeitest dann. Na, wie gesagt, die anderen müssen ja bald auch noch. Einmal nicht aufgepasst und schon hast du mit der Karre einen Abflug. Das Auto ist unverzeihlich, ey. Das ist wie... Ja, ja. Wie so ein Fluch von Harry Potter, ey. So ein verzeihlicher Fluch. Da, 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 da. Na, komm rüber. Das ist eine ganz schöne Maloche jetzt, ey. Na ja, kenne ich. Ausgerechnet immer mir. Hatte ich ja eben bei dem einen Versuch auch mal das Problem. So, hab ich. Aber dein Auto, das ist so viel schneller wie die anderen irgendwie manchmal, habe ich das Gefühl. Alter, jo. Also der Ferrari, der ist schon flink. Da haben die ganzen Mercedes und Renault irgendwie gar keine Chance.
Meine ich zumindest. Alter Mann! Waldmüller! Ja, ich weiß, wer den Müller, ey! Müller, ey! Bei dem es fürs Ü nicht mehr gereicht hat, ja. Vielleicht durften sie auch nicht Ü schreiben. Keine Ahnung. Wäre aber irgendwie komisch. Ja, da ich jetzt vorne links schon wieder gelb habe, weil der eine so auf die Bremse gegangen ist, ey, oh, kriege ich jetzt auch nicht vorm Start die Kurve perfekt. Ja, aber gelb geht noch, ne? Boah, der Ferrari geht ab, ey. Auf jeden Fall. Also da haben die anderen keine Schnitte. Muss man nur aufpassen, die anderen beiden, die auch noch dasselbe Auto fahren wie wir. Obwohl, kämpfst dich aber wieder gut ran, von daher alles gut. Alter, 48% schon auf einem Hinterrad. Oh Mann. Ja, die leisten doch gerade echt Höchstarbeit. Deswegen, bei den neueren Autos ist das nicht so schlimm. Da tun sich alle Reifen meistens gleichmäßig abfahren. Aber bei denen hier... Deswegen, Runde 13 zum Boxenstopp, das ist schon das Höchste der Gefühle. Gut gemacht. Und das mit den schlechten Reifen doch. Wow, ja, wundert mich, ey. So was fährst du eigentlich mit guten Reifen. Nee, das nicht unbedingt, aber. Nein, komm gerade. Scheiß S-Kurve hier nach Start und Ziel da. Oh, 45, da muss ich erst mal rankommen, ey. Na. 45 Sekunden, Mann, bist du weg, ey. Na ja, gut, ich habe auch vorne freie Bahn mit Marzipan. Ja. Du musst sehen, dass du Zweiter wirst und der Rest ist dann erstmal Formsache. Eine Runde noch und dann ab an die Box, alter Schwede.
Oh, hier fährt einer ganz langsam. Ein blauer Renault. Ja, so weit bin ich noch nicht. Nee, und das wird wahrscheinlich auch keiner sein, der vor dir gewesen ist, sondern eher einer sein, der hinter dir war. Dann machen wir das doch. Machst du... Ja, du machst Platz, alles klar. Ach, hier fährt er langsamer. Ja, Jeff. Du musst den Platz wieder hergeben, das Boxenstopp, damit du halt deine Ruhe hast. Da fahr doch vorbei, du blöder Affe! Ja. Du musst den Platz wieder hergeben, das war ein. Ja, hat man dann schon mal wollen. Ja, jetzt habe ich mir aber wieder geholt, einmal. Oh, jetzt hat der eine, der so lahmarschig war, endlich in die Box geschafft. Oh, wow, 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 wow. Oh Mann, das wollte ich jetzt auch nicht machen hier. Das ist in einer Boxengasse, wow. Zwei Stück. Ja, ich und der so lahmarschig war. Ja, ich gebe ja schon Gas, Jeff. Halt mal die Fresse jetzt. Nee. Ich glaube, der hieß damals nicht Jeff, aber den haben sie, glaube ich, erst generell für das ganze Spiel genommen. Mir egal, wenn das damals Joachim war. Ja gut, bei jedem Team war es so, hieß er sowieso anders, von daher. Na. Jo, der fährt jetzt rein. Gut. Jo, da ist der Virus doch Dritter. Guck an. Jetzt hat er meinen Teamkollegen vor sich. Oh, ja, aber mit dem Spoiler ist das nicht mehr feierlich, ey. Er ist zwar noch, er geht noch grün, so hellgrün. Ja, dann geht's ja. Nicht das dunkelgrün. Das ist immer gut. Ja, 20% auf der Reifen erst. Ja, man sieht ja schon, du tust ja zu dem vor dir aufschließen, von daher. Ja, leider möchte ich gerne hinter dir fahren, ey. Ja, tust dann ja auch gleich. Ja. Ja, ich weiß, wie das gemeint ist, ja. Nice, konnte ich mir ein paar Überrundungen sparen. Dadurch, dass die jetzt in der Box waren, konnte ich sie so mitnehmen. Jawohl! Brauche ich nicht überrunden, er ist in der Box gefahren. Nice. Meinst du überholen? Überrunden ist bei dir noch nicht so. Ja. Ja, ist doch schon mal gut. Ja, nur bei dir ist halt der Scheiß halt eben, du musst nochmal Reifen wechseln nachher, ne? Ja. Weil ich glaube nicht, dass du jetzt noch 12 Runden mit den Reifen durchfahren kannst. Musst du mal gucken, dass sie jetzt gut... Boah.
Jetzt kriege ich erst die Meldung, Teamkollege in der Boxengasse. Lol. Wo er schon längst wieder raus ist. Ja. Teamkollege ist in der Boxengasse. Vorne links hat die Reifen ganz schön beansprucht, du mein lieber Scholli Schwede. Ja, und hinten die sind natürlich komplett Katastrophe. Vorne links 35, hinten links 31. Und auf der rechten Seite bin ich unter den 30er Bereich. Okay, dann nimmst du mit der linken Seite immer viel Curbs mit. Oh ja, guck an. Ne, mit frischen Reifen irgendwie nicht, aber mit denen dann jetzt. Wie bei mir eben. Jo, Waldmüller, mach Platz. Wie, Safety Car ist draußen und jetzt kaputt. Wie? Wie? Mein schöner Vorsprung, will ich mich verarschen? Gibt's doch nicht! Okay, langsamer werden, dein Delta ist negativ, du bist also. Oh, das ist ja jetzt ein echt schlechter Scherz. Nur weil sich da irgendwelche Ömmels wieder weggekloppt haben. Ist natürlich jetzt gut für dich. Ach, ey. Er sagt, ich soll mir eine Box fahren. Warum soll ich das machen? Ja, weil du jetzt keine Plätze verlierst, wenn du eine Box fährst. Deswegen ist das sehr klug. Neue Reifen holen, dann kannst du damit durchfahren. Weil ja jetzt alle so lahmarschig sein müssen. Und du kannst ja deinen Platz wiederholen dann. Du verlierst so gut wie keine Zeit. Fertig. Ja, ich folge dem Safety Car, jetzt halt die Klappe. Die Frage ist nur, ab wann werde ich gleich eingereiht, wenn der Safety Car wieder weg ist? Ja, musst du gleich gucken, was bei dir steht da. Du musst halt dann aufholen oder zur Kolonne aufschließen und so. Jetzt habe ich nämlich auch die ganzen Überrundeten hier hinter mir, deswegen ist es sehr interessant gerade. Weil jetzt müssen eh alle erstmal auch wieder zum Safety Car aufholen. Das war Safety Car, Alter, mal geil, ey. Ich habe mich die ganze Zeit schon mal drauf gefreut, wenn wir Formel 1 zocken, dass wir mal so ein Safety Car kriegen, ey. Ja, hatten wir ja schon einmal in der letzten Saison, aber muss das ausgerechnet jetzt sein? Schön langen Vorsprung und dann sowas. Oh, der Mercedes Safety Car klingt aber auch nicht schlecht. Oh Mann! Die Karat, ey, so viel Dampf, ey. Ich bin Fünfter. Ja, muss man aufpassen. War vorhin Dritter, ey. Ja, ist doch egal. Durch Safety Car, jetzt hast du neue Reifen und so weiter und du kannst doch auf, Dingsen. Besser konntest du es doch jetzt gar nicht haben. Und du kannst ja noch Gas geben, das ist das Geile. Darf man auch überholen? Nee, ne? Ja, muss gucken, was bei dir steht. Bei mir steht, bleib hinterm Safety Car. Bei dir steht wahrscheinlich, holen sie zur Safety Car Kolonne auf. Ja. Ja, siehst du, macht das doch. Vor allen Dingen, du hast ja nicht viele vor dir. Den kannst du dir ja gleich dann einfach snacken. Na, ich, alles klar. Ich darf beim Safety Car nicht überholen. Alles klar. Dann habe ich die Position mal ganz schnell wieder zurückgegeben. Jo, dann machst du das und wenn der Safety Car weg ist, holst du ihn dir einfach fertig. Weil wir sind ja alle direkt hier hintereinander. Hier ist ja auch die ganzen Überrundeten alle. Hier hängen ja alle hinten dran. Jo. Deswegen, ich habe hier Platz 10, Platz 11 hinter mir.
Platz 14, Platz 15, alle sind sie da. Hier wollen sie überholen. Hallo? Die dürfen überholen oder was? Also nicht. Was die KI macht, ist mir egal. Ich durfte den Geils überholen, alles klar. Achso, weil es Überrundung ist wahrscheinlich. Keine Ahnung. Alter, Malch fährt Safety Car schneller, mal langsamer. Da muss man echt aufpassen, dass man den Safety Car nicht hinten reinbröselt. Nee, muss aufpassen, dass du dir nichts kaputt fährst. Ja, ja. Das meine ich ja. Wenn du dem hinten reinbröselst, ist das Karre im Arsch. Boah, wie lange bleibt das denn? Gut, für die Reifen ist es gut, aber für mich nicht. Ja, da war doch... Oh, Mann! Na toll. Einfach ganz vorsichtig fahren, dann geht das schon. 5 Sekunden, Boxenstopp, Grundrutsch. Ah, fick dich doch! Ja, das haben wir jetzt schon wieder angestellt. Ja, mach ich die 5 Sekunden Dings jetzt eben, ey. Ja, safe. Oh, los, los, los! Virus haut einen nach dem anderen raus und hat's zugute, weil hier alles also am Schleichen sein müssen, ey. Oh Mann. Aber jetzt sollst du dir nichts mehr erlauben, weil sonst hast du, glaube ich, dann Probleme. Wie das aussieht auf der Minimap, ey. Wie so ein Tausendfüßler. Und hinter mir drängeln sie wie die Bekloppten. Alter, mit 170, 180 Sachen hier auf der langen Gerade rumzutuckern. Hallo! Safety Car kommt in dieser Runde rein. Safety Car. Oh, was? Safety Car kommt diese Runde rein. Sehr schön. Ja, was ist denn jetzt los? Ich kann so ganz komisch Gas geben. Alter, fahr doch. Ja, gerne. Ich meinte dich doch, ich würde dir mal angesprochen, Kier, ist ja schlimm. Ja, nee, weil hier vorne geht nichts weiter. Hallo? Oh, was war das denn, Alter? Man konnte keinen Gas geben, nix. Okay, Abstand zum Führenden. Ja, ich darf das Tempo wieder vorgeben, sehr schön, dann machen wir das auch. Auf und davon. Ach, du kannst mich doch mal. Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein, aber geh es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. In dem Pulk will ich jetzt nicht drin sein. Erstmal wieder klarkommen, dass man jetzt wieder heizen darf. Alter, was fahren die denn hier, Mann? Vollidioten, ey! Boah, Kacklappens, Alter. Nur Idioten hier. Jetzt habe ich einen roten Spoiler wegen diesen Kötten. Na, Mann, darfst du nicht hier reinfahren. Die Krise, ey. Ja, Jeff, ich weiß. Dass... Ah, Jeff, Alter. Nee, mach ich nicht. Kannst mich mal. Nee, jetzt besser nicht mehr. Mann, ey. Kötten, ey. Ja, ich muss rein. Okay. Das Rennen ist für mich gelaufen. Voll für den Arsch. Kann ich auch gleich stehen bleiben. Musst du rein? Ja, 5 Sekunden Stopp in Dummstrafe auch noch. Aha, was machst du denn auf den Scheiß? Ja, weißt du, was fickt dich ins Knie, ey. Hier, fahrt alle da und leckt mir am Arsch, ey.
Ich mach Urlaub, Alter. Ja, jetzt fährt er wieder. Na, achso, ja, genau. Nee, alles gut. Aber jetzt wechselt der Spoiler, jawohl. Erster von hinten, jawohl. Obwohl ich 9. angezeigt werde. Haut ja schon mal gar nicht hin. Oh, wer weiß, jetzt durch das Boxenstopp-Ding, durch die Safety-Car-Kacke und so. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Neue Reifen, neuer Spoiler. Dabei fing das Rennen eigentlich ganz geil an. Ja, und nach dem Safety-Car sah es eigentlich auch nicht schlecht aus. Schade, dass du nicht so ein bisschen die abbremsen kannst, ey. Ja, die überholen mich dann direkt, weißt du? Dann könnte ich noch mal ein bisschen was auf gut machen. Mann, Mann, Mann. Naja. Der Virus nicht, nein, Virus. Der kriegt immer einen drauf. Ich bin mit dem Pech gesegnet für mein Leben. Ja. Wir haben einen Überschuss an Benzin, der uns langsamer macht. Stell um auf Benzinmischung 3 und gib etwas mehr Gas. Na, nicht so schnell, Mäuschen, langsamer. Komm diese Runde an die Box oder wir werden disqualifiziert. Ja, da muss ich auch noch. Ja, fick dich doch ins Knie, Alter. Ich hab keinen Bock mehr, ey. Das Rennen ist doch voll für ein Arschloch, ey. Also, was hast du jetzt schon wieder? Ja, ich muss ja diese Durchschrittsstrafe jetzt auch noch machen, die Scheiße da. Da fahr rein, halt die Klappe, ey. Ja, krieg ich wieder eine, weißt du, was krieg dich, ey. Was machst du denn immer für eine Scheiße? Du bist doch selber schuld, Mann. Und zügel bitte mal deine Ausdrucksweise ein bisschen, danke. War noch in der Box und dann kommt dann sowas. Nee. Jo. Mach das Rennen, Digga. Alles gut. Au, ein bisschen leiser. Boah. Sorry. Na. Du sollst gerade ausfahren, Mensch. Ja, nicht, wenn du Dreck an den Reifen hast. Jo, das war gut. Also, das ist echt heftig, was die damals für eine Power in diesem Wagen hatten. Krassus Ferdus. Gut, an PS haben die jetzt nicht mehr wie die heutigen, aber was Drehmoment alles so ausmacht, ey. Jede Menge.
weiß gar nicht mehr, wie viel drehen die anderen denn? Nie drauf geachtet. 13.000 oder irgendwie sowas? Oder 11.000? Keine Ahnung. Habe ich beim Rennen nie drauf geachtet, muss ich zugeben. Nö, mehr damit beschäftigt, die Karre auf Kurs zu halten. Und wenn man bei den Dingern jetzt guckt, knapp 19.000. Stellen wir mal auf Fett um. Na, durch die scheiß Safety Car Kacke hat man jetzt für 3 Runden noch über Benzin, ey. Schwitzige Hände, jetzt kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Boah. So, was war das denn für eine Kurve, ey? Ja, man merkt die Reifen. 44% hinten links. Ja, Jeff, ich weiß. Scheiß Reifen. Oh. Oh, da sind wir endlich durch. Meine Güte, war das auf den letzten Runden kacke mit diesen komischen Reifen, ey. Mann, Mann, Mann. Ja, die Crewmitglieder sehen alle gleich aus. Alles klar.
Wer war jetzt von wem? Das sind alle so Drillinge. Ja. Guck mal, den Grau. Keiner weiß, wer ist. No. Alter Schwede, das war ein Akt für sich mit diesem Gerät. Also ist ein geiles Gerät so gesehen, aber Kurve, Vorsicht. Ja, meine Lieben, ich hoffe, euch hat unser Event gefallen und Schumi, alles Gute. Hoffentlich kommt er bald mal wieder hoch oder beziehungsweise so weit hoch, dass man mal wieder irgendwie was von ihm sieht oder hört. Das wäre zu wünschen, würde ich sagen. Ja, wir sehen uns dann später irgendwann bei der normalen Saison wieder. Haut's rein. Tschüss, Sikowski. Ciao, mit V.